Lehnt euch zurück und gönnt euch ihr schmutzigen COD-Liebhaber. Haptic Rush ist wieder hier und willkommen zu einem neuen Video von mir mit Cold War Gameplay. Und wir jumpen direkt in diesen Clip, wo ich die B23R spiele. Sie klingt so geil wie in BO2 und ein wildes Trimax bei seiner Lieblingsbeschäftigung Lost sein. Ich musste so lachen, dass ich einfach angehalten bin. In der Zocker-Session. Begrenzt COD spielen so früh und ich bin trotzdem stehen geblieben. Ich fand es einfach zu lustig, wie Lost Trimax war. Und es gibt wieder den besten Moment. Keine letzte Killcam. Ich habe den natürlich nur reingenommen, weil ich ihn diesmal hatte. Finde ich ganz nice. Keine Ahnung. Ich hoffe, es funktioniert besser als in früheren CODs. Auf jeden Fall ist wieder der beste Moment drin. Und jetzt jumpen wir ins Gameplay. Hier in dem Modus, dessen Namen ich nicht kenne. Aber es ist quasi Herrschaft auf Crack. Anstatt bis 200 geht es bis 400. Und es gibt noch die D- und E-Flagge. Das heißt, es ist einfach heftigeres Herrschaft, wo man übel die Streaks reinballern kann, wenn man da später abgehen sollte. Ich gehe ein paar Mal down am Anfang, ich will euch nur so viel wie möglich zeigen. Am Ende kommt nochmal ein 2-Minuten-Gameplay ungecuttet, jetzt gleich, so am Stück, wo ich auch Streaks erreiche, das kommt alles. Ich versuche euch so viel wie möglich zu erklären und so passiv und neutral wie möglich zu erklären. Ich wollte euch nicht sagen, wie ich alles finde, sondern ich beschreibe euch nur, was ich gesehen habe und ihr könnt euch selbst eine Meinung bilden. Es tut mir leid, dass ich hier mit der Uzi spiele, die heißt hier anders, aber mit der Uzi mit Rotpunkt. Ich habe halt mich ein bisschen ausprobiert. Und ich weiß nicht, wie ich diesen Gunfight hier kurz überleben konnte und ihn holen konnte, aber ich bin danach zum Glück down gegangen. Das wäre auch zu frech gewesen. Auf jeden Fall habt ihr vorhin gesehen, dass ich einen Störer platziert habe. Das ist eine Feldausrüstung. Man kriegt Feldausrüstung, die laden sich von alleine auf zwischen 2 und 3,5 Minuten. Da gibt es einen Störer, der stört halt das Radar oben in einer bestimmten Stelle. Und jetzt kommt eine S-Mine. Hört mal hin, wie lange sie braucht. Hat extrem lang gebraucht. Die S-Mine ist auch eine Feldausrüstung oder eine kleine Drohne, wie ein tragbares Radar damals in MW3. Hier fängt übrigens dann das Gameplay an, wo ich die Streaks hole. Gönnt euch das, auch den Waffensound und das Movement, mega geil. Ich werde auch C4-Kills machen, ich werde euch alles zeigen hier und auch Streaks-Kills. Ich will euch nur sagen, diese Feldausrüstung ist nicht OP. Die S-Mine brauchen ewig, um hochzugehen, dann könnt ihr locker ausweichen. Kein Vergleich zu MW. Störer müsst ihr nur kurz messern oder raufschießen und dann ist alles vorbei, genauso wie bei der tragbaren Drohne. Übrigens auf Distance ist sie absolut geil, die Waffe. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich irgendwie das Gameplay gerade sehe. Ja, also die Feldausrüstung ist nicht OP, auch die S-Mine nicht, braucht euch keine Sorgen zu machen. Genauso wenig wie Blendgranaten und C4. Hier habe ich übrigens Napalm erreicht, dasselbe Napalm wie aus BO1. Und gleich auch nochmal den Angriffshelikopter, also den 7er Heli. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, hier aktiviere ich den Heli. Die Ausrüstungen sind nicht so krass. Die Blendgranaten blenden euch nur ganz kurz. Ihr seid nur ganz kurz gestunt im Vergleich zu BO2 damals, wo es irgendwie gefühlt 10 Jahre war. C4 werdet ihr gleich sehen, wirft man und es braucht ewig, um es zu zünden. Ich glaube, ich werfe es jetzt, es wäre perfekt. Man braucht wirklich ewig, um C4 zu zünden. Wirf, jetzt werfe ich es und ich habe die ganze Zeit getriggert und gedrückt. Es hat so einen Delay. C4 ist so underpowered und das finde ich gut. Meine Ausrüstung nicht so stark. Ich habe trotzdem einen Kill bekommen. Das war der einzige C4-Kill übrigens. Da habe ich übrigens mit dem Heli einen Kill gemacht. Und wenn der Hitmarker setzt, dann fühlt man sich so... Oh, das fühlt sich so gut. Also, ich will es ja nicht bewerten, aber der Hitmarker-Sound an sich ist satisfying. Ich will euch nur sagen, die ganze Ausrüstung ist eher was für Noobs, wenn sie es benutzen. Und wenn die Ausrüstung nicht so gut ist, dann kann man nicht so eklig geholt werden, wie es zum Beispiel in MW war. Dann kommt es auf Gunskill an und das finde ich gut. Das ist alles, was ich von dieser Map zeigen möchte. Und wir jumpen jetzt ins nächste. Hier wurde ich übrigens gebullshittet aus irgendeinem Grund. Jetzt jumpen wir zur Satellite-Stellung. Das war auch das, was man im Multiplayer, im Singleplayer-Trailer gesehen hat, als kleinen Teaser für den Multiplayer-Reveal. Das habt ihr wahrscheinlich auch im Trailer gesehen. Ich weiß nicht, was im Reveal gezeigt wird. Ich habe hier wieder die Uzi gespielt. Absolute Lieblingswaffe geworden. Und ich finde, was ganz wichtig ist, ist oben links, es ist eine normale Minimap zurückgekommen, okay? Eine normale Minimap. Man sieht die roten Punkte, wenn die Gegner schießen im Vergleich zu MW. Das ist wieder da und ich weiß nicht, ob man sie viereckig machen kann. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, ich gehe aber davon aus. Das heißt, man hat eine viereckige Minimap, wo man rote Punkte sieht, wenn jemand ohne Schalldämpfer schießt. Gott sei Dank. Und man fliegt nicht von oben rein, wie in MW, in seinen Körper rein, wenn man respawnt. Das gibt es hier auch nicht. Gott sei Dank. Es ist einfach, einige Sachen, die mich abgefuckt haben, gibt es nicht. Genauso wie Spezialisten gibt es in diesem COD auch nicht. Es gibt keine Spezialisten. Und es gibt keine Heroinspritze. Es gibt Auto-Regen. Also man lädt sein Leben von alleine auf. Das war mir jetzt ziemlich egal, ob es so ist oder so. Also ich habe beides gefeiert. Ich habe es mit der Spritze gefeiert. Ich feiere aber auch das Klassische. Ist eine Meinungssache. Ich finde, es passt ziemlich gut hier in diesem COD. Hier wurde ich dann auch von der Streak geholt. Die Teameinteilung war so hart unfair. Ich wollte euch das rein nochmal zeigen. Das war wirklich belastend. Ich habe noch das Beste versucht, daraus zu machen, euch ein paar Kills zu zeigen. Es war aber keine manuelle Teameinteilung, sondern eine automatische Teameinteilung. Hier nochmal Kommando-Kills.
klingt ziemlich geil. Also sie heißt hier anders, XM4, aber es ist die Kommando aus Black Ops 1 und es, ja, es klingt gerade geil. Ich wollte euch so viele verschiedene Waffen wie möglich zeigen. Und jetzt schaut euch das Scoreboard an. Ich habe 18-22, weil die Streaks mich zerstört haben. 15-26, 17-22, so lächerlich. Guckt euch das an. 7-24 und der schlechteste im anderen Team hat 17-20 und dann sind alle positiv. Die Einteilung war so belastend und das war das Einzige, was mich gestört hat, dass die nicht manuell Spiel nach Spiel eingestellt wurden, sodass die Lobbys immer besser wurden, dass jeder YouTuber so viel Gameplay wie möglich zeigen konnte. Und ich muss euch nochmal sagen, ich zeige euch jetzt, wie ich gezockt habe. Das war in Griechenland, weil ich hatte den Urlaub, den ich einmal in 4 Jahren buche, zufälligerweise genau zu der Zeit gebucht, wo das Event war. Das habe ich halt erst später erfahren und dann mir Activision Koffer mitgegeben und ich hatte da sogar LAN-Anschluss und es hat relativ gut funktioniert. Das ist so krank. Einfach im Hotel gespielt, das neue COD und dann in den Pool gesprungen. Und davon zeige ich euch jetzt auch Gameplay. Im nächsten Spiel habe ich auf Satellite gespielt, diesmal wieder Abschluss bestätigt. Das war wieder eine belastende Teamanteilung. Ich zeige euch am Ende das Scoreboard, okay? Aber ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Ich habe versucht, so viele verschiedene Waffen wie möglich zu spielen. Und ich werde euch in diesem Gameplay auch zeigen, dass die Erschütterungsgranaten gar nicht so OP sind. Und je schlechter die Ausrüstung ist, desto besser. Wie gesagt, ihr seht das C4. Jetzt zünde ich erst. Ich habe nicht gewartet, sondern die ganze Zeit getriggert. Und das ist die Erschütterungsgranate. Die kommt nochmal. Ich war nur ganz kurz langsamer. Und dann war ich ganz kurz so ein bisschen gestunt. Nicht komplett weiß. Das ist sehr dezent und das finde ich gut. Weil man eben dann mehr auf Gunskill achten muss und der wichtiger ist. Unten seht ihr übrigens eine Lebensanzeige, sehe ich gerade. Ich glaube, da sieht man, wie viel Leben man hat. Es ist offiziell so, dass man, glaube ich, 150 Leben hat, aber es sind nicht die BO4 150 Leben. Also man geht schneller down als im BO4, das seht ihr auch. Aber es dauert auf jeden Fall länger als in MW. Also es ist eine Mischung aus MW und BO4 irgendwo dazwischen. Das finde ich ganz angenehm. Es fühlt sich an wie ein BO3, so ein bisschen langsamer als BO3. Finde ich ganz nice. Und Hitmarker Sound ist eigentlich auch an sich ganz nice. Die Map an sich ist jetzt nicht die beste. Ich glaube, Firing Range, Nuketown, sowas wird eh wieder zurückkommen. Hier wurde ich übrigens zerstört, genau, das wollte ich euch zeigen. Das ist absolut lächerlich. Schaut euch jetzt das Scoreboard an, okay? Ich mach's hier auf. Ich habe 12 zu 13. Der letzte hat 1 zu 18. Ich konnte es nicht glauben. Und ich war so sauer, dass ich am Ende. Guck mal, wie meine Teammates spielen. Ich war so sauer. Ich so, lauft. Ich habe einfach geschrien, lauf, lauf, lauf. Ich war so. Sorty, das war so eine komische Teameinteilung. Ich hätte viel mehr zeigen können. Das fand ich ein bisschen schade. Aber es ist, was es ist. Man kann es nicht ändern. Ich zeige euch hier nochmal einen Modus, während ich noch ein paar Sachen labere. Das heißt VIP. Das ist eigentlich Suchen und Zerstören, nur mit einem Menschen. Also man muss diesen Typen zum Helikopter begleiten oder zum Flugzeug. Wenn er abgeholt wird, habt ihr gewonnen. Oder das gegnerische Team schafft es, ihn zu töten. Das ist wie SND. Bombe legen und sie geht hoch oder man entschärft die Bombe. Man hat auch nur ein Leben. Ja, ich weiß nicht, die haben den dreimal reingenommen, das war übertrieben, weil das halt ein langsamer Modus ist, man nicht viele Kills machen kann, das ist nicht so gut, um irgendwie das Spiel zu zeigen oder die Mechaniken, aber ich habe hier ein paar Kills gemacht und es ist ein interessanter Modus, wollte ich euch zeigen und vor allem mal eine andere Map, das ist eine große Map, wo auch dann wahrscheinlich Ground War gespielt wird, also dieser 12 gegen 12 Modus, also Herrschaft mit 5 Flaggen, gehe ich mal von aus, weiß ich jetzt nicht. Fand ich aber ganz nice, also man muss sich nicht neu dran gewöhnen, es fühlt sich an wie ein Treyarch COD. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Es sieht auch aus wie ein Treyarch COD, aber so eine komische Mischung, als wäre noch MW mit drin oder irgendwas anderes. Und ich finde, es sieht auch sehr filigran aus. Also BO3 und BO2 war so clear, alles war so großgezogen. Ist ganz komisch zu beschreiben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Alles war so großgezogen und alles war so klar und deutlich und hier ist alles so filigran und zerbrechlich irgendwie. Ob es gut ist oder schlecht, muss man mit der Zeit sagen. Und ich will dieses Mal und dieses Jahr auch sagen, so gut auch der erste Eindruck war, weil viele Dinge, die schlecht waren in MW, wurden rausgenommen. Hier gewinnen wir übrigens, weil ich den gekillt habe. Also keiner hat den Modus verstanden, jeder wollte noch überspringen. Sowas wie Minimap kommt zurück, sowas wie Ausrüstung ist nicht stark, sowas wie Spezialisten, die es nicht gibt, sowas wie sowas wie Droptime zum Beispiel. Das alles ist ja an sich objektiv gut. Das kann man so sagen, weil das unterstützt Noobs nicht. Genauso wie der Map-Aufbau, der nicht diese Safe Spaces hat und so viele Head-Glitches wie MW. Zumindest von dem, was ich gesehen habe. Aber ich bin extrem vorsichtig, damit zu sagen, oh, es hat sich so gut angefühlt und ich glaube, es wird gut. Es fühlt sich wie dieses COD an. Habe ich in der Vergangenheit gemacht. War aber nicht richtig, weil ich habe jetzt gemerkt, in den ersten 3 Stunden hat mir fast jedes COD Spaß gemacht, was ich vorher angezockt habe. Ihr habt hier übrigens einen kleinen Cut gesehen, weil ich den Klassen-Editor gezeigt habe und den darf ich noch nicht zeigen, also habe ich es rausgeschnitten. Ein paar Pistolenkills habe ich auf jeden Fall noch hier. Auf jeden Fall habe ich nicht das Verlangen zu sagen, oh, das fühlt sich so an wie das oder wie das. Ich will, dass ihr euch eine Meinung bildet und ich will, dass ihr wartet. Erst mit der Vollversion, die man ein paar Wochen spielt, kann man sagen, okay, das ist gut oder nicht so gut. Oder das fuckt ab oder kommen sie uns entgegen oder muss das und das noch gefixt werden oder ist es an sich ein großer Loss. Man kann das COD gleich in die Tonne kloppen.
da braucht man ein bisschen, oh, die Pistole, so nice. Da braucht man einfach seine Zeit und deshalb werde ich nichts dazu sagen. Ich habe übrigens noch ein richtig geiles Video mit einer Burst-Waffe. Das habe ich mir aufgehoben. Richtig nices Gameplay, richtig schön anzuschauen, wo ich noch mehr über das COD reden werde, noch mehr Informationen reinpacken werde, die ich jetzt im Nachhinein merke, weil ich sie nicht erwähnt habe. Also ich werde es noch bemerken. Oh, das hättest du sagen müssen, das hättest du sagen müssen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich glaube, Sonntag kommt das oder vielleicht Samstag. Mal schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diskutiert in den Kommentaren. Ich bin gespannt. Ich werde einiges lesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Haut.